Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Gleich zweimal hintereinander einen Gast. Was ist da los? Wir wollen international bleiben. Letztes Mal waren wir mit der Schweiz verbunden und jetzt sind wir mit Österreich verbunden. Hallo Andrea, Andrea Nietzsche ist bei uns. Hallo Thomas. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Sehr schön, dass du bei uns bist. Ich bin regelmäßiger Theatergänger, auch in meiner Heimat und wenn ich unterwegs bin. Und da habe ich dich in dem wunderbaren kleinen Theater Westliches Weinviertel paar Mal gesehen, das im sehr unscheinbaren Guntersdorf liegt. Ich würde sagen, in der Diaspora irgendwo in der Nähe der tschechischen Grenze. Nichtsdestotrotz haben die es geschafft, immer ein schönes Programm auf die Bühne zu stellen mit einem schönen kleinen Ensemble und interessanten Stücken und man sitzt quasi gleich in der ersten Reihe, quasi auf der Bühne. Und das finde ich total toll. Und da habe ich ein paar Stücke mit dir gesehen, ich weiß nicht, der letzte Liebhaber, irgendwas mit Nordwind, der kleine Prinz und diese merkwürdige Grönholm-Methode. Das waren so Oh ja. die mir so in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe mich schon immer gefragt, also ich wollte schon immer mal irgendeine Schauspielerin mal interviewen, wie das so ist. Wie läuft das Ganze so von der anderen Seite? Wir sind ja nur Konsumenten. Und wie. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Wer bist du? Mach so, ne? Weil kennt ja wahrscheinlich nicht jeder dich jetzt so ganz persönlich. Ja, davon bin ich überzeugt, dass mich nicht jeder kennt. Also hallo in die Runde, ich bin die Andrea Nietzsche, ich bin Schauspielerin hauptsächlich in Wien. Und wie bin ich zur Schauspielerei gekommen? Ja, ich wollte das eigentlich schon immer machen, seit ich 12 bin, weil da kam ich in Bühnenspiel in der Schule, in das Freifach. Und das war das erste Mal, dass ich mich so, wie ich bin, angenommen gefühlt habe. Und es nicht wichtig war, ob ich Markenklamotten anhabe, wer meine Eltern sind, etc. Sondern es ging einfach nur darum, kann ich Figur X verkörpern? Ja, nach der Matura dachte ich mir dann immer noch, Schauspielerin wäre fein, aber ich war damals sehr, sehr schüchtern und nicht sehr überzeugt von mir und habe dann was anderes gemacht. Ich war dann Kindergartenpädagogin, weil sozial sein kann ich auch sehr gut. Und habe dann während der Schauspiel, nein, wegen der Kindergärtnerinnenausbildung, war ich bei den Salzburger Festspielen als Statistin. Ich bin dort einfach nur über die Bühne gegangen, bei Don Carlo als Page, als Hosenrolle, weil ich bin eine großgewachsene Schauspielerin, deswegen passen mir Hosenrollen auch sehr gut. Und da wurde alles wieder wach und man dachte, ja, das ist eigentlich das, was ich will. Da fühle ich mich zu 100% wohl. Und eine Kollegin, die dort mit mir gespielt hat, hat dann einfach gemeint, Andrea, probier's. Wenn du es nicht probierst, wirst du es irgendwann einmal extrem bereuen. Und ja, und dann habe ich angefangen, sehr langsame Schritte zu gehen und habe dann meine Schauspielausbildung begonnen, während ich parallel dazu als Kindergartenpädagogin gearbeitet habe, Vollzeit. Und das geht gut. Also das nebenbei, also man sagt ja immer so, Schauspielerei ist ja doch eine Sache, die einen sehr beansprucht. Und da kann man ja nicht einfach so sagen, ich mache jetzt von 8 bis 3 und dann ja, guck mal, was passiert. Und neben dem Beruf finde ich schon eine gute Herausforderung. Also das. Ja, also ich habe das ja auch nicht ewig gemacht. Also ich Okay. habe von 2000 bis 2005 die Schauspielausbildung gemacht, war parallel dazu als Kindergartenpädagogin tätig, weil die Schauspielausbildung war privat, musste ich zahlen, wäre sonst nicht möglich gewesen. Dann habe ich noch 2 Jahre Teilzeit gearbeitet im Kindergarten und 2007 habe ich dann gesehen, es geht nicht mehr, die zwei Welten lassen sich für mich nicht mehr vereinbaren. Ja, und da habe ich den Sprung dann gemacht und gesagt, ich bin nur Schauspielerin. Und seitdem bin ich nur Schauspielerin. Nur unter Anführungszeichen. Ja, das ist ja dann schön und gut, wenn man dann Schauspielerin ist, aber was passiert dann? Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt der Regisseur vom Tatort anruft, hey, da gibt's eine und die nehmen wir jetzt mal, die möchte mehr als von links nach rechts über die Bühne laufen, in einer Hosenrolle, fand ich sehr gut. Ja, das ist sehr richtig. Also man muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank einen finanziellen Polster, ohne den wäre es nicht möglich für mich. Und ich habe mir ganz langsam mein Netzwerk aufgebaut und habe in einem kleinen Theater in Wien angefangen zu arbeiten, im Theater Experiment, die auch immer sehr, sehr coole Produktionen haben. Und wie das dann so ist, dort wird man dann gesehen von einem anderen Regisseur oder einer anderen Regisseurin, die besetzt einen dann fürs nächste Stück. Und so sammelt man sich nach und nach KollegInnen, RegisseurInnen, die einen weiterempfehlen.
Apropos finanzielles Polster, wie wird man dann bezahlt? Pro Theaterstück, pro Aufführung, pauschal, monatlich oder gar nicht? Kollekte? Ja, sehr unterschiedlich alles. In meinem Fall lange Zeit auf Honorarnotenbasis und mittlerweile mit Anstellung, weil es anders auch gar nicht mehr erlaubt ist. Aber natürlich in dem Bereich, wo ich arbeite, in der freien Theaterszene, sind jetzt die Gagen nicht so, dass man sagt, okay, man kann sich jetzt dann 3 Wochen Hawaii davon leisten. Aber es ist einfach das, was mich glücklich macht. Ich kann mir keinen anderen Beruf mehr für mich vorstellen. Und ja, und dann macht man zum Beispiel Kurzfilme für Studierende auch mal gratis, damit man Material kommt, damit die einen kennenlernen, die einen wieder weiterempfehlen. Das ist so in unserem Beruf. Ja. Und wie, also du hast auf deiner Webseite hast du Theater, Film und Sprecherin. Also wie groß ist der Anteil von Theater und Film? Und Sprecherin scheint so ein Nebenjob zu sein, etwas schwierig herauszufinden. Sprecherin fange ich jetzt gerade an, quasi, deswegen findet man da noch nicht so viel auf meiner Website. Theater hat den bei mir größten Anteil, das mache ich einfach sehr, sehr gerne und Film mache ich auch sehr gern, nur es ist nicht so leicht, in den Film reinzurutschen. Also ja, Kurzfilme und sowas findet man immer wieder und hat da auch ganz, ganz tolle Herausforderungen und arbeitet auch mit wirklich sehr, sehr engagierten Studierenden zusammen oder Studierenden, die gerade fertig geworden sind. Aber Theater ist das, was ich derzeit hauptsächlich mache. Kann man Filmschauspielerei mit Theaterschauspielerei vergleichen oder sind das komplett 2 unterschiedliche Dinge? Weil für uns ist es beides ein Schauspiel. Aber ich glaube, von der Aufmachung her und vom Ganzen ist es komplett was anderes. Ja, es ist komplett was anderes. Also ja, natürlich, also in eine Rolle zu finden, die Rollenvorbereitung etc. ist sicher ähnlich. Aber am Theater, wie soll ich sagen, ist natürlich der ganze Körper drinnen. Du siehst auch den ganzen Körper, dementsprechend kannst du auch größer spielen. Im Film ist es so, dass du zum Teil nur das Gesicht in der Kamera hast und dementsprechend musst du viel, viel, viel minimalistischer spielen, als es beim Theater möglich ist. Das ist so der größte Unterschied. Also ist Theater dementsprechend auch anspruchsvoller oder... Nein, würde ich gar nicht sagen. Nein, nein, nein. Es ist anspruchsvoll, jedes auf seine Weise. Beim Film ist es zum Beispiel so, dass du ja keine Proben per se hast. Du bekommst einen Text, du kommst ans Set und dann wird deine Szenen innerhalb von einem Tag gedreht. Du musst immer sofort zu 100% da sein, wach sein, präsent sein. Im Film wird oft nicht chronologisch gedreht. Das heißt, keine Ahnung, du drehst die Sterbeszene zuerst und dann erst die Szene, wo du den Täter kennenlernst. Und das musst du alles in deinem Kopf richtig sortieren, damit du das dann auch spielen kannst. Und im Theater ist der Vorteil, dass du 6 Wochen Probenzeit hast, langsam in diese Rolle reinwachsen kannst, um es dann eben vor Publikum live zu spielen. Da komme ich gerade zu einer Frage. Das ist nämlich das, was mich irgendwie ziemlich interessiert. Wie läuft das Ganze ab, dieses vom Casting, Rollen, Besetzung, Proben, du hast gerade gesagt, 6 Wochen Proben. Ja, sag mal, nehmen wir irgendein Beispiel, nehmen wir hier die Grönholm oder der letzte Liebhaber oder was weiß ich, da können wir da mal so ein bisschen an diesem Beispiel durchgehen, wie läuft der Prozess ab bis zur Premierenvorstellung? Also gerade bei diesen beiden Stücken habe ich kein Casting machen müssen, weil der Regisseur mich gekannt hat und von anderen Vorstellungen. Das heißt, ich wurde einfach besetzt, wurde angefragt, ob ich die Stücke machen möchte. Dann bekommst du deinen Text, liest ihn zu Hause in deinem stillen Kämmerchen mal durch und dann die meisten RegisseurInnen, mit denen ich arbeite, machen Gott sei Dank Leseproben. Das heißt, die ersten paar Tage liest du mal das Stück. Du liest und liest und liest, gemeinsam laut mit dem Kollegen oder der Kollegin das Stück durch. Der Regisseur, die Regisseurin bessert er eventuell aus, solltest du irgendwie dir eine falsche Vorstellung schon gemacht haben oder Betonungen einfach falsch machen. Oder das Drehbuch ist ein bisschen verquarkst, kann das auch sein? Ja, beim Theater ist es natürlich schon auch so, dass die Stücke von der Regisseurin oder dem Regisseur manchmal noch minimal verändert werden, aber an und für sich sind die Leute, mit denen ich arbeite,
größtenteils sehr werktreu. Das heißt, da wird jetzt nicht so viel herumgeschraubt. Und ja, und dann geht es daran, die Szenen langsam durchzustellen, bis am Schluss dann eben nach 6 bis 8 Wochen eben ein Theaterstück daraus wird. Das ist ja ein unheimlich langer Prozess, ne? Für, ich sag mal, hinterher, wenn es gut geht, 10 Aufführungen, dann übt man echt 6, 8 Wochen, ja nicht jetzt nicht täglich, aber doch intensiv daran, bis das sitzt. Ich bin jetzt so einer, der, ich kann mir Gesichter merken, ich kann mir auch Filme merken, also diese Chronologie, aber Texte, heiliger Bimmer, das ist für mich ein absolutes Grauen. Also ich habe noch nie irgendwie Gedichte so nacherzählen können. Wie schafft man das? Ist das so ein besonderes Gen, was die Schauspielerinnen so haben, oder ist das tatsächlich nur Übung oder knallharte Arbeit? Das ist tatsächlich Übung und knallharte Arbeit. Es gibt einen Kollege von mir, der legt sich seinen Text unter den Kopfpolster und kann ihn am nächsten Tag. Ach. Ich hasse ihn liebevoll. Es ist eben das, ist für mich immer sehr interessant, weil das Publikum auch nach den Vorstellungen manchmal kommt und eben, so wie du, Thomas, sagst, ich bewundere das, wie kann man sich so viel Text merken? Und für uns SchauspielerInnen ist es nur ein kleiner Teil der Arbeit. Ja, es ist Knochenarbeit, man muss sich hinsetzen, man muss sich mit diesem Text auseinandersetzen, man muss sich die Stichworte merken, aber es ist nur ein minimaler Teil. Für mich ist es viel, wie soll ich sagen, schwieriger, aufwendiger, die Figur selbst zu finden, in diese Person, in die ich da schlüpfen darf, zu finden, ihren Charakter zu entdecken, ihre Stimme zu entdecken, ihren Körper zu entdecken. Der Text, ja, den muss man halt lernen. Aber jeweils in euren Berufen habt ihr ja auch Fertigkeiten, die ihr vielleicht jetzt nicht am allerliebsten macht, aber die mehr oder weniger automatisch euch von der Hand gehen. Und so ist es, glaube ich, ähnlich mit dem Textlernen. Gibt es zum Textlernen eine Technik, die du anwendest, oder kann man das oder kann man das nicht? Ich glaube, da hat jeder und jede seinen ihren eigenen Zugang. In meinem Fall, ich habe es sehr gern, wenn ich den Text sehr früh habe, ich lese den Text sehr, sehr, sehr oft. Also ich lese ihn einfach oft, ohne dass ich ihn jetzt lerne. Ich lese ihn oft, bis ich ihn gut kenne, und dann kann ich mit dem Lernen anfangen. Und mir hilft es im Probenprozess sehr, wenn das Wort an eine Bewegung gebunden ist. Das heißt, keine Ahnung, ich sage einen Text, gehe dabei zur Kaffeetasse, hebe die Kaffeetasse an, sage Text 2, gehe mit der Tasse zurück, setze mich hin, sage Text 3. Um es jetzt sehr vereinfacht zu sagen. Ja, und je nachdem, was die anderen dann noch für Text haben, gibt es wahrscheinlich auch Abhängigkeiten, die dir helfen, den Text wieder abzurufen. Du kannst nicht von Anfang bis zum Schluss alles komplett im stillen Kämmerlein aufsagen, wahrscheinlich. Genau. Also auch deswegen gibt es natürlich Proben, um dann die Wechselwirkung mit den Kollegen zu spielen. Du hast noch gesagt, du musst dich in die Rolle reinversetzen. Wie stark wird dann diese Person noch beschrieben, die diese Rolle spielt? Ist das komplett jemand Vorbestimmtes, oder kann man sagen, ich schreibe der Andrea eine Rolle auf den Körper, so dass sie eigentlich genau diese Rolle, die sie sonst schon im Leben hat, spielen kann? Also dass du dich selber spielen kannst und dich nicht verkleiden musst und stark anpassen musst. Oder wie wichtig ist das für den Drehbuchautor? Dadurch, dass ich jetzt nicht direkt mit Drehbuchautorinnen arbeite, also wir spielen einfach Stücke aus verschiedensten Jahren und Jahrzehnten. Ich spiele zum Beispiel Dario Fo, die Antonia aus Bezahlt wird nicht, habe ich gespielt, aber auch Herrschaftszeiten. Ich spiele das Stück seit Jahren, offene Zweierbeziehung. Und das ist eine sehr, sehr, sehr temperamentvolle Frau. Ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig, wie soll ich sagen, passiv. Aber diese Schnelligkeit, die diese Frau hat, dieses italienische Temperament, ist mir nicht von Natur gegeben. Das heißt, es ist dann schon Arbeit, die dahinter steckt, aber auch Arbeit des Regisseurs, die Schauspielerin so weit zu bringen, dass sie das spielen kann. Und in meinem Fall, ich bin sehr, sehr, sehr froh, weil ich durfte bis jetzt sehr, sehr, sehr unterschiedliche Rollen spielen, gerade auch im Theater Westliches Weinviertel im TWW. Also ich habe zum Beispiel die blinde Susi gespielt aus Warte, bis es dunkel ist. Ich bin definitiv nicht blind. Das heißt, in die Rolle einer blinden Frau zu schlüpfen, ist schon eine Herausforderung, es so zu spielen, dass es glaubwürdig ist. Obwohl das Publikum natürlich weiß, dass die Schauspielerin nicht blind ist, trotzdem die Illusion so aufzubauen, dass das Publikum, wenn es das sieht, es in dem Moment glaubt. Steckt da so ein bisschen Method Acting in dir?
Das hast du gut erkannt. Ich war an der Schule des Theaters, das ist eine kleine Privatschule in Wien und die arbeitet eben in Richtung Stanislavski und Strasberg, in Richtung Method Acting. Und ich finde es wichtig, ohne jetzt da genau für mich jetzt zu sagen, ich mache Method Acting, das wäre zu übertrieben. Aber gerade in Rollen wie bei einer Blinden oder ich habe mal eine Transgender-Frau gespielt, da recherchiere ich dann auch wirklich, soweit es mir möglich ist, um mich da einzufühlen. Weil ich bin nicht blind. Deswegen habe ich mich mit einem geburtsblinden Menschen getroffen, mit einer Trainerin, die mit blinden Menschen arbeitet, mit einem sehbehinderten Menschen, um möglichst herauszufinden, wie ist das Leben aus der Sicht, Sicht eines Blinden. Ist das denn dann schwierig, dann wieder, ich frage mich, was dann bleibt? Also ich habe jetzt gerade so Robert De Niro oder Daniel Day-Lewis oder sowas, der da irgendwie, keine Ahnung, 6 Monate lang in der Wildnis rumgelatscht ist, bis er dann seinen Mohikaner oder ich weiß nicht, was er da gespielt hat, hatte. Mir kommt so vor, dass es dann so ein bisschen zu viel irgendwie. Ist das bei dir, kann das auch passieren, dass du so, oder ich weiß nicht, ob du so dramatische Rollen schon gehabt hast oder sowas, dass du sagst, Mensch, puh, das nehme ich aber jetzt alles mit. Ne? Ich meine, das Blindsein ist jetzt, sag mal, jetzt nicht so der Grenzfall, aber es gibt da sicher irgendwas, wo du denkst, boah, das geht mir aber jetzt unheimlich nah oder das nehme ich noch längere Zeit mit. Eben, und da setze ich für mich auch die Grenze beim Method Acting. Ich würde jetzt mich nicht ein halbes Jahr in ein Gefängnis begeben, um herauszufinden, wie es ist, Gefangene zu sein. Ich würde nicht 30 Kilo abnehmen, um herauszufinden, wie es ist, magersüchtig zu sein. Weil es ist ja Schauspiel. Wir spielen ja auch. Also es ist ja natürlich nicht real, was wir spielen. Deswegen kann ich mich eigentlich, auch wenn ich noch die emotionalste Rolle spiele, ich habe die Jessie gespielt als Nachtmutter, die am Schluss einfach Selbstmord begeht. Und es geht einfach 1,5 Stunden in einem Stück darum, dass sie ihrer Mutter sagt, Mama, heute bringe ich mich um, wir organisieren noch alles und dann setze ich meinem Leben ein Ende. Das ist im Moment des Spielens, fühlt sich das sehr intensiv an und bis zu einem gewissen Maß auch echt. Aber ich persönlich kann aus den Rollen dann noch rausschlüpfen. Es ist aber schon so, dass wenn ich mich mit einer Rolle auseinandersetze, manchmal so, wie sage ich das, von außen so Kleinigkeiten aufgucken. Bei mir bleiben, weil ich einfach ja diese Rolle über Wochen exploriert habe und dadurch auch mich selber ein Stück weit kennenlernen durfte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber für mich ist das so. Ja, ist verständlich. Ist denn die Erwartung von einem Zuschauer im Theater anders als die bei einem Zuschauer eines Films im Kino? Ich habe gerade überlegt, im Theater habe ich irgendwie das Gefühl, das ist alles gespielt. Im Film habe ich das Gefühl eher, dass es also echt in Anführungszeichen ist. Oder ist das jetzt einfach meine Wahrnehmung? Ja, das müsste ich euch fragen. Ihr seid die Zuschauer. Ja, aber Filme sind ja eher an die Realität, also sind so gemacht, dass man davon ausgeht, dass es, weil im Theater geht man in einen Raum rein, wo sowieso alles irgendwo theatralisch ist. Man geht schon mit lauter Erwartung rein, ja, genau. Und es ist anders dargestellt, es findet alles in sehr kleinem Raum statt und ein Film wird so gespielt, wie er in der Realität stattfinden würde, obwohl es auch natürlich nur ein Film ist, ist beides nur Fiktion. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, im Theater habe ich diese Erwartung gar nicht, dass das alles perfekt echt ist und dass ein Blinder jetzt komplett einen Blinden... Natürlich sollte er blind auftreten, aber wenn der jetzt vielleicht mal irgendwas nicht macht wie ein Blinder, wäre es wahrscheinlich weniger schlimm als in einem Film, habe ich jetzt das Gefühl, weil ich eine andere Erwartung habe, aber wahrscheinlich ist das... Ich bin jetzt nicht ein regelmäßiger Theatergänger. Ja, dann fang mal damit an. Also im Sinne von... Vielleicht musst du verschiedene Theater ausprobieren, um dann ein Theater zu finden, wo du einfach reinkippst. Wo du die 5 Minuten vorher und am Ende des Stücks oder nach dem Stück weißt, okay, das war jetzt Theater, aber wo du währenddessen die Chance hast, reinzukippen. Das mag ich persönlich, wenn ich ins Theater gehe und ich schaue mir viele Kolleginnen und Kollegen an, dann liebe ich das, wenn ich hingehe und mir denke, ich schaue mir jetzt den Ernstl an und 10 Minuten später sitze ich drinnen und sehe nicht den Ernstler, sondern sehe den Charakter, den er verkörpert und lasse mich verzaubern. Und das mag ich halt auch am Live. Ja, und Film hat ja auch einfach so viel mehr Möglichkeiten. Also es ist schwierig,
für mich das 1:1 zu vergleichen. Ja, natürlich. Licht, also Technik, Musik, Kameraeinstellungen. Das ist natürlich im Theater, wo du halt nur einen Blick hast, nämlich den auf die gesamte Bühne, eine andere Art der Illusion natürlich. Ja, es ist eine andere Perspektive. Also man schaut einfach immer die gleiche Perspektive an. Man hat aber auch nur einen Versuch, genau, im Sinn von. Beim Film kannst du ja 10-mal drehen und die beste Szene nehmen. Ja, es sind eigentlich komplett unterschiedliche Dinge, das stimmt schon. Also man kann es eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Und beim Film guckt man auf eine Leinwand und beim Theater schaut man sich das in Realität an. Also von dem her gesehen ist Theater wahrscheinlich echter oder direkter als der Film. Auch wenn das noch auf riesen Leinwand ist und mit super Ton. Ja, ist eine ganz andere Erfahrung. Ich habe da noch eine Frage zu. Jetzt haben wir die ganze Zeit so vom Werdeprozess gesprochen, von den Proben. Wenn das jetzt live vor Publikum geht, ich bin jetzt auch einer, der mal, wenn ich das paar Mal gemacht habe, dann habe ich keinen Stress und kein Lampenfieber. Ist das für dich dann die Belohnung oder ist das auch Stress? Wie läuft das, sag mal, dieses, ne, jetzt Premierentag, ne? Was passiert da? Ich bin glücklicherweise eine, die nicht so wahnsinnig viel Lampenfieber hat. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die fahren aber total drauf ab und sagen, das muss so sein und muss Lampenfieber haben. Echt? Für mich ist es so, keine Ahnung, stell dir vor, du trainierst monatelang für einen Marathon und dann läufst du diesen Marathon. Das ist anstrengend, wenn man so denkt, ne? Ja, ja, es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, weil man läuft jetzt diesen Marathon, aber man hat sich gut darauf vorbereitet. Insofern ist es dann, außer man hat einen Hänger, das ist nicht so prickelnd, oder macht irgendwie Fehler, aber auch die, es geht immer weiter. Show must go on ist zu 100% richtig. Aber dann ist es, ja, man wird jetzt sein Baby sozusagen los und zeigt der Welt, woran man jetzt seit 8 Wochen gearbeitet hat. Ist dir schon ein paar Mal passiert, so ein Blackout oder sowas, dass da, ich meine, die Kollegen kennen ja einen, das Ensemble, mein Gott, die haben das schon so oft, die wissen, da kommt die Stelle, ups, ne, dann hüpfen wir einfach da drüber oder sowas, ne? Ich meine, viele merken ja gar nicht, dass da irgendwas passiert. Ich habe mal neben einer Soufflöse gesessen im Theater Krefeld, wo ich öfter bin. Das war echt lustig, weil die irgendwie, dann gucken die kurz und dann muss man nur so einen Blick oder irgend so ein Zeichen kam da und dann wussten sie schon Bescheid. Also ich hätte überhaupt nicht gemerkt, dass da gerade ein Hänger war, aber ich fand's, und hinterher habe ich sie gefragt und sagte, ja, da an dieser Stelle passiert das öfter. Also da wussten die schon, wie es funktionierte. Ja, ja, und das Theater in Krefeld hat eine Soufflöse. Wir in der freien Szene, da wo ich arbeite, wir haben keine Soufflösen, wir müssen uns selber rausretten. Wo wir uns reingeritten haben. Und ich hatte leider schon tatsächlich öfters Hänger. Bei der offenen Zweierbeziehung, die ich zuerst erwähnt habe, hatte ich erstmals, obwohl ich schon jahrelang gearbeitet habe, meinen Kapitalhänger bei einer Premiere. Und es war furchtbar, weil der Kollege konnte mir nicht helfen. Es ist ein Zwei-Personen-Stück. Und ich habe mich in irgendeinen Strudel reingeredet und wusste nicht, wie es weitergeht. Ums Verrecken nicht. Und das war aber ein Monolog. Das heißt, der Kollege kann nichts sagen. Selbst wenn ich ihm hinwerfe, ja, Mann, jetzt sag, was? Da kam einfach nichts. Er konnte nicht. Und ich habe dann halt irgendwie so lange weitergestrudelt, bis ich mich wieder dort eingefedert habe, wo ich hingehört habe. Und es ging weiter. Mein Regisseur war bei der Premiere anwesend und hat gemeint, er hat horizontal geschwitzt, weil er das auch von mir nicht kennt. Und ja, es war wirklich furchtbar. Das Interessante war aber, im Gespräch mit dem Publikum nachher, es hat niemand was gemerkt, weil die Leute das Stück ja nicht kennen. Also es kann ja keiner das Stück auswendig und weiß, an der Stelle kommt jetzt der Satz. Gibt es denn so eine Art Codewort oder sowas? Sag mal, wenn tatsächlich, sag mal, Vorhang fällt runter, man kann ja sagen, der Ton fällt aus, also irgend sowas, was einen dann ein bisschen rettet. Ich fantasiere gerade ein bisschen. Nein, also was mir hilft, ist, in der Rolle zu bleiben, nicht auszusteigen. Das heißt, nicht privat als Andrea zu sagen, Mist, ich habe gerade einen Hänger, Leute, verzeiht's mir. Ups. Sondern versuchen, in der Rolle weiter zu agieren, bis dann entweder der Kollege oder die Kollegin dir hilft, dich rausholt aus diesem tiefen Loch, oder du selber es schaffst, dich daraus zu hangeln. Ja. Aber das Problem ist schon, die anderen wissen ja deinen Text auch nicht auswendig. Also die wissen ja nicht, was du jetzt sagen müsstest. Sie wissen zum Teil, was du antworten musst, also in einer Konversation wahrscheinlich, wann dein Stichwort ist, aber die wissen noch nicht Text, also Wort für Wort dein Text. Es gibt schon Kolleginnen und Kollegen, die sehr fit sind und die einen da wirklich gut rausholen können. Nur wie gesagt, innerhalb eines Monologs musst du dich selber rausretten. Da ist es sehr schwierig für die anderen, dich zu unterstützen.
Aber es gibt schon Situationen, wo man Fehler macht, wo dann der andere, die andere dir hilft, was immer dann immer Halleluja ist. Wie ist denn das auf dieser Bühne, auf größeren Bühnen oder auf dieser Mini-Bühne da in Guntersdorf? Da sitzt man ja quasi mit schon auf der Bühne. Ist ja, glaube ich, das sind ja nur 2, 3 Reihen und 30 Leute. Und man ist ja quasi so intensiv und nah dran. Man kriegt als Zuschauer, da bin ich in der ersten Reihe, ich sehe, wie er da hin und her rennt und Kostümwechsel und alles ist quasi live. Da ist ja überhaupt keine Kulisse in dem Sinne. Wie kriegt ihr die Leute mit, das Publikum, also von oben jetzt? Bleibst du in der Rolle, also bist du auf die Rolle konzentriert oder merkst du, huch, da vorne sitzt einer, der lacht immer an der falschen Stelle oder ich weiß, wie sowas? Ich bin tatsächlich auf die Rolle konzentriert, aber natürlich spürt man das Publikum. Das Publikum trägt einen ja auch dann mit. Es ist eben, wenn du sagst, der lacht an der falschen Stelle, es ist dann eher ein, an der Stelle wird gelacht, interessant, was ist da gerade witzig dran? Also das ist nicht negativ wertend, sondern hey, wow, da kommt was rüber, was wir gar nicht so gedacht haben, dass das passiert. Ich persönlich mag es, gerade in kleinen Theatern zu spielen, weil eben das Publikum so nah dran ist und so unmittelbar dran ist. Ich sehe aber das Publikum nicht, ich nehme das Publikum nicht wahr, außer in Stücken, wo es gedacht ist, dass ich es wahrnehme. In der offenen Zweierbeziehung zum Beispiel werde ich vom Regisseur angehalten, dass ich mir ganz persönlich die Frauen im Publikum rauspicke und die anschaue und anspiele. Aber ansonsten blende ich jetzt visuell das Publikum aus, um eben innerhalb der Szenerie zu bleiben, die da gerade stattfindet. Aber es spielt sicher eine Rolle, ob der Saal voll oder halb voll ist für dich. Ganz ehrlich, auch nicht. Ich habe schon Vorstellungen gespielt vor, weiß ich nicht, 150, 200 Leuten und die Vorstellung war, meh. Und ich habe auch Vorstellungen gespielt vor 5 Leuten und die ist gefahren. Also man kann es wirklich nicht sagen. Es ist wirklich abhängig vom Publikum, wie das Publikum drauf ist und wie das Publikum, wie soll ich sagen, das Stück empfindet und dadurch auch darauf reagiert. Ja, weil manchmal hat man das Gefühl, man spielt vor toten Leuten. Und das kann auch bei 200 Leuten der Fall sein. Und manchmal hat man das Gefühl, wow, heute sind sie total lebendig, heute gehen sie mit, heute reagieren sie sehr lebend. Ja, aber es findet da keine Interaktion direkt statt vom Auftritt her. Nur also so Applaus oder vielleicht mal Lachen oder so. Aber in offener Szene. Ja, aber du interagierst ja nicht mit dem Publikum, wie ein Comedian, der da die Leute anspricht und Fragen stellt und die einbezieht. Also von dem her spürt man das Publikum natürlich schon, aber die müssen einfach im richtigen Moment klatschen und lachen und ja, also müssen, ist ein bisschen plakativ, aber es hängt ja nur davon ab, ob sie dabei sind oder auch, du merkst, es kommt was zurück wahrscheinlich, oder? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein gutes, was unterscheidet ein gutes von einem schlechten Publikum? Puh, schwierige Frage. Also ich mag gerne ein Publikum, das mitlebt, wo du spürst, die sind dabei. Ich hatte zum Beispiel eine Vorstellung von Gut gegen Nordwind. Ich glaube, Thomas, das hast du eben gesehen. Und da hatten wir eine Vorstellung vor einem Pensionistenclub. Und ein Teil war sehr bei uns und ein anderer Teil zum Beispiel, da schaue ich übers Publikum drüber, deswegen habe ich den Mann in der ersten Reihe wahrgenommen, der geschlafen hat. Der hat mich gar nicht so gestört. Gestört haben mich die Damen links, rechts und hinter ihm, die dauernd an ihm herumgezuppelt haben, um ihn aufzuwecken. Weil das bringt Unruhe. Oder dann auch Publikum, das dann alles mitkommentiert, als würden sie zu Hause vor dem Fernseher sitzen und sich eine Sitcom anschauen. Selbe Vorstellung. Jetzt trinken sie es schon wieder. Prost! So ein Whisky habe ich auch daheim. Schau, jetzt hat sie Pyjama-Hosen an. Und das ging die ganze Vorstellung durch. Es war meine anstrengendste Vorstellung. Also mit meiner wirklich Liebe und Respekt zum Publikum, ohne Publikum geht es nicht. Aber diese Vorstellung war gefüllt mit, wenn wir es wertend sagen wollen, schlechtem Publikum. Hat sich die Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums in den letzten 20 Jahren verändert? Puh, gute Frage. Ich
Schwierig. Ich glaube, dass das Publikum anders. Ich habe einige Jahre lang Theater im Gemeindebau gemacht. Das heißt, wir gehen mit einer Bühne in einen Gemeindebau, bauen dort die Bühne auf im Hof dieses Gemeindebaus und spielen Stücke. Uns geht es ganz stark darum, Theater dorthin zu bringen, wo die Leute nicht ins Theater gehen. Mhm. Und da merkt man eben, dass die Leute einfach keine Ahnung haben, was sich unter großen Anführungszeichen im Theater gehört. Da sitzen die Leute mit ihrem Chipspackerl, essen, stehen auf, gehen weg, reden dazwischen, etc. Im Theater selber, also die Leute, die, wie soll ich sagen, willentlich ins Theater gehen, das ist Theaterpublikum. Die wissen, worauf sie sich einlassen und denen würde ich jetzt nicht unterstellen. Ja. Denen würde ich jetzt nicht unterstellen. Also diese eine Vorstellung, wo sie dauernd mitgeredet haben. Ja. Wie ist das denn? Ich habe letztens in der Burg Marie Stuart gesehen. Letzte Reihe, ganz oben, eng wie Teufel, 3 Stunden lang. Hat man da auch manchmal Mitleid mit den Leuten im Publikum? Mit Maske, also es war wirklich knallhart. Es war oben brüllend heiß. Drumherum sind sie alle rausgegangen, weil sie sich aushalten konnten. Aber gut, die Karten waren günstig und ich dachte, guck mir das mal an. War eine berühmte Schauspielerin dabei, das Stück kennt man ja. Aber ich würde es nie wieder ganz oben, ganz eng. Also wirklich, man ist wie, schlimmer als im Bus gesessen. Also es war ganz, ganz schlimm. Wie gesagt, wie siehst du das? Also ich bin ja eben selber Publikum im Theater und mit Maske im Theater sitzen ist wahnsinnig anstrengend. Aber wenn ich da mit gutem Spiel belohnt werde, ist es mir das wert, wobei 3 Stunden natürlich grenzwertig sind. Ich sage jetzt einmal, Leute, die sich auch auf diesen Theaterbesuch einlassen, sollten halt auch wissen, wie lange das Stück dauert und insofern vorbereitet sein. Ja. Und eben, wenn man zwischendurch mal kurz Luft schnappen geht, glaube ich, verzeiht einem das auch der Schauspieler auf der Bühne, wobei im Burgtheater werden sie das vermutlich nicht mitbekommen, wenn du da hinten aufstehst. Ist das, apropos Pause, ist das störend für die Schauspieler? Ich meine, das wird meistens gemacht, damit Geld verdient wird, ne? Dass da das Sekt ausgegeben wird und sonst was. Also ich könnte durchaus auf die Pause verzichten, dass man da durchspielt. Brauchen die Schauspieler zwischendurch tatsächlich mal, außer dass man sich jetzt sich umzieht oder sowas, aber eigentlich könnte man ja auch eigentlich auch durchspielen. Das kommt wirklich ganz, ganz stark aufs Stück an. Mhm. Also wir spielen jetzt dann im März, wurde ja leider verschoben, im März der Gottesgemetzels im Theater Westliches Weinviertel. Und wo du gerade noch die Premiere gespielt hast, ne? Und dann war aus, ne? Ja, genau. Hurra! Wir freuen uns alle sehr. Egal, im März spielen wir freuen uns drauf. Ja. Und der Gottesgemetzels, wir spielen das durch. Es macht einfach keinen Sinn, da irgendwo eine Pause zu setzen. Mhm. Bei anderen Stücken macht es schon einen Sinn, weil da noch ein Zeitsprung zum Teil ist. Okay. Und Umbau. Ja, so ganz privat gesagt, wenn ich zwischendurch aufs Klo gehen kann, stört mich das auch nicht und kurz einmal ausschnaufen kann. Aber ich spiele auch gerne ein Stück durch. Also ich bin da total bei dir, dass es nicht immer notwendig ist. Und so ein Theaterstück geht immer etwa gleich lange? Also jetzt eine Laienfrage. Und was ist so das Kürzeste und das Längste? 90 Minuten ist Schluss. Ja, so Fußball-Zeitraum. Well, no. Ja, aber man muss dem Kunden ja was bieten. Also man kann ja nicht nur 20 Minuten machen, oder schon? Wenn diese 20 Minuten saugeil sind, dann das schon. Das stimmt, okay. Nein, also 2 Stücke, die relativ kurz sind, die ich gespielt habe, sind einerseits die offene Zweierbeziehung, die ist Stunde und ein bisschen was, und ein Solostück, Madame Mikado, wo ich eine Frau mit multipler Persönlichkeitsstörung spiele. Und da ist 1 Stunde ausreichend. Die Leute bekommen alles, was sie wollen, sehr geballt. Ja. Und natürlich gibt es noch Stunden, Stücke, die 2,5 Stunden dauern. 3 Stunden habe ich noch nicht gespielt, aber das Stück dauert so lang, wie es dauert. Also was es einfach erfordert. Fußballspiel mit 2 Verlängerungen im Notfall. Gut. Wie viele Rollen kann man eigentlich so gleichzeitig spielen, wenn du da nicht im festen Theater bist? Ich weiß nicht, die haben dann 2, 3 Rollen für die Saison und das war's dann. Aber du hast ja, sag mal, jetzt nicht auf Knopfdruck, auf Schnippen, könntest du ja immer wieder einsteigen von dem, mutmaße ich jetzt mal, was du schon mal gemacht hast. Also momentan hätte ich 3 Stücke quasi in petto, weil ich die jetzt einerseits oft gespielt habe und das andere eben der Gottesgemetzels gerade geprobt habe.
Ich habe aber auch Kolleginnen, die wirklich 5, 6, 7 Produktionen mehr oder weniger parallel spielen. Die haben eine höchste Hochachtung. Wahnsinn. Wie ist das eigentlich in unserem Ensemble? Wie hat man da Mitsprache oder bei der Rollenverteilung oder bei der Dynamik oder sowas? Wie läuft das da im Zusammenspiel mit den Kolleginnen? Also bei der Rollenverteilung hast du an und für sich keine Mitsprache, weil die Regisseurin, der Regisseur sich schon was überlegt hat bei dem Stück und dann bei der Besetzung. Also ich bin eben eine großgewachsene Schauspielerin. Ich werde jetzt nicht die kleine, süße, naive spielen. Das geht ja nicht aus. Der kleine Prinz. Ja, genau. Der kleine Prinz wäre sich für mich nicht ausgegangen. Die vielen Rollen, die ich gespielt habe, aber wohl schon. Mitsprache, es kommt immer darauf an, mit wem du arbeitest. Ich habe Gott sei Dank die große Freude, mit Leuten zu arbeiten, die sehr offen sind. Das heißt, wo du für deine Rolle einfach Vorschläge bringen kannst. Und wo du auch im Ensemble mit deinen Kolleginnen und Kollegen Dinge ausprobieren kannst, was ich sehr schätze. Also als eine reine Regie, die nur sagt, geh dorthin, mach das, deine Emotion ist Doppelpunkt, dann machst du das, da wäre ich falsch. Ich brauche schon noch einen gewissen Freiraum, um mich auszuprobieren. Wie läuft das eigentlich, wenn ein Stück nicht so gut ankommt? Da hast du ja jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit, weil du spielst ja das, was du gemacht hast. Wird das dann eher abgesetzt oder wenn es gut läuft, hängt man einfach noch mal ein paar Vorstellungen dran? Wie läuft das, sag mal, von der Intendanz jetzt oder wer auch immer da das Sagen hat? Also ich kenne das vom Theater Krefeld, die haben da mal so ein paar Stücke, wenn die Schauspieler plötzlich so eine Art Musical machen, also Rocky Horror oder irgendwas oder Blues Brothers, das sind die Renner. Also die, ich glaube, der Intendant sagt, das machen wir mindestens einmal in der Saison, weil das macht das Haus voll. Ne? Aber dann gibt es dann sicher, trägt sowas dann die anderen Stücke mit oder wie ist da wie ist da dein Eindruck, was da hinter den Kulissen so läuft? Ich kann jetzt eben momentan nur vom auch Theater Westliches Weinviertel sprechen. Die Franziska Wohlmann-Pfeiffer, die Intendantin, ist an und für sich eine, wenn die Sachen am Spielplan stehen, dann stehen sie am Spielplan. Okay. Wir haben eben, gerade hat die Franziska auch mitgespielt, ein Stück gespielt, eben Nachtmutter. Und das war unterdurchschnittlich besucht. Okay. Das hing aber damit zusammen, dass das Thema einfach so heftig war. Eben mit dieser Tochter, die Epilepsie erkrankt ist und sich umbringen wird. Das ist ein Stück, das nicht viele Menschen anzieht. Das heißt, wir haben da vor 15 Leuten gespielt. Aber das Feedback dieser 15 Leute war so gut, dass die Franziska gesagt hat, nein, wir spielen das jetzt. Ich möchte dieses tolle, tolle Stück spielen, auch wenn es nicht viele Leute anzieht, weil das Stück ist einfach wert, gespielt zu werden. Und andererseits, zum Beispiel Gut gegen Nordwind, da waren wir jede Vorstellung ausverkauft und haben dann sogar noch eine kleine Wiederaufnahme gehabt, weil es so gut angekommen ist. Und haben dann alle 7 Wellen auch gespielt, was auch immer ausverkauft war. Ja. Könntest du dir vorstellen, ein Stück auch ein Jahr lang zu spielen? Oder ist das dann langweilig, immer das Gleiche zu spielen? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich das mal gern machen würde, weil mein Ziel ist es auch, die Rolle, jede Vorstellung neu anzugehen und frisch zu nehmen und nicht irgendwas zu spielen, was ich schon gespielt habe. Also innerhalb der Vereinbarungen, die natürlich da sind. Ich kann jetzt nicht irgendwas anderes spielen. Aber ich versuche bei jeder Vorstellung für mich Neues in der Rolle zu entdecken. Kleine Feinheiten, die dem Publikum nicht auffallen. Und insofern wäre es für mich interessant, ein Stück mal wirklich ein Jahr lang, keine Ahnung, jede Woche durchzuspielen. Wenn du denn mal wechseln wolltest, was sind denn da die Kriterien, wenn an ein anderes Theater zu gehen? Also ich weiß vom Theater Krefeld, das Ensemble ist schon seit Ewigkeiten zusammen. Ich glaube, die bleiben wirklich bis zum Ende da. Also einer ist schon echt alt und den schieben sie dann manchmal auf die Bühne. Also jetzt mit Respekt jetzt, aber... weil das Publikum einfach den so gerne hat. Dann brummelt er irgendwas und dann kommt Applaus und dann ist er wieder weg. Vielleicht ist das ja auch der Traum, irgendwie auf der Bühne zu sterben. Nee, ich weiß jetzt ein Nebengedanke, Entschuldigung. Was ich eigentlich fragen wollte. wie kommt man dazu? Was sind die Kriterien, zum Beispiel an ein anderes Theater zu gehen? Oder wenn man da ein Engagement angeboten bekommt, was vielleicht ein Wunsch ist?
ganz blöde gesagt, wie bei jedem anderen Job auch sich bewerben. Okay. Wenn es jetzt wo ist, wo du die Leute nicht kennst oder so wie ich, die ab und zu einfach wechselt, weil einfach eben ein Angebot von außen kommt und sagt, hast du Lust, dort oder dort mitzuspielen? Okay. Und dann entscheidet man, geht sich das mit den Verpflichtungen aus? Und wenn es sich ausgeht und das Stück interessant ist, ja, dann macht man es einfach. Also freie Szene im Sinne auch von, ich bin relativ frei zu tun, was ich will, wohin ich will. Ja, diese Stadttheater, das haben halt meistens ein sehr festes Ensemble. Genau, ne, deswegen auch schwierig reinzukommen. Okay, gut, ja, das wollte ich wissen. Ja. Wer denn dann so ein Traum von... Genau, also, Entschuldigung. Eine Traumdestination, wo du spielen möchtest. Gibt es eine Traumdestination, wo du spielen möchtest? Ja, gute Frage. Bis vor kurzem hätte ich wahrscheinlich gesagt, das Volkstheater, weil ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich einfach richtig an. Das ist ein tolles Theater, tolle Produktionen, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber ich hab vor einigen Jahren einen relativ zarten Bandscheibenvorfall gehabt. Und habe dann für mich gesehen, es ist mir jetzt nicht so wichtig, an den größten Theatern in Wien zu spielen. Es ist mir wichtig, mit meinem Beruf, mit meinen Rollen glücklich zu sein. Und deswegen habe ich diese Traumvorstellung jetzt mal auf die Seite geschoben und gecheckt, was ist gerade in meinem Leben wichtig, was ist mir wichtig. Mir ist wichtig, in meinem Beruf zu arbeiten, das tue ich. Und mir ist wichtig, Herausforderungen zu haben. Und mir ist wichtig, immer wieder was Neues zu erleben in meinem Beruf. Und das tue ich alles. Insofern habe ich mich von dieser Illusion ein bisschen verabschiedet, um im Hier und Jetzt das zu machen, was mir Spaß macht. Bist du eine Schauspielerin, die auch gerne mal ein eigenes Stück schreiben wollte, / ein Solostück? Manche haben das im Hinterkopf und manche sagen, nein, ich bin Schauspieler, gib mir Text, ich mache das. Ist das sowas, was in dir lebt, so ein bisschen? Im Großen und Ganzen bin ich Zweite, gib mir einen Text und ich mache. Ich habe vor Jahren, da war ich wirklich ganz frisch nach der Schauspielausbildung, mit einer Freundin ein Stück tatsächlich geschrieben und auch ein paar Mal gespielt. Und ja, ich bin super froh, dass wir das auf die Beine gestellt haben, aber ich merke auch, dass abgesehen jetzt vom Schreiben und Improvisieren, diese ganze Produktionsarbeit nicht meins ist. Ich würde auch niemals ins Regiefach wechseln. Okay. Ich habe eine Kollegin, die interessiert sich jetzt momentan für Regie und da sage ich auch, hey, das sehe ich bei ihr. Die ist einfach großartig und auch sehr organisiert im Sinne von dieser Produktionsschmarren, der da einfach dranhängt. Die würde das mit links machen. Ich für mich sage, nein, danke, ich möchte bitte spielen. Andrea mag spielen. Bitte gib's mir Spielzeug und ich spiele damit. Wie denkst du, wird sich das Theater langfristig verändern? Weil es ist ja, wie soll ich sagen, etwas Physisches. Die Menschen bleiben zu Hause, streamen lieber. Jetzt mit Corona ist sowieso Lockdown in Österreich. Könntest du dir vorstellen, einfach nur eine Aufzeichnung zu spielen und die Leute gucken sich das von zu Hause aus an? Oder ist das dann komplett was anderes? Kann ich mir grundsätzlich vorstellen, aber es muss sehr, sehr gut gemacht werden. Ich werde mir jetzt am Samstag ein Stück anschauen vom Berner Ensemble in Wien, vom Off-Theater, die live streamen. Und von denen habe ich mir schon mal eine Vorstellung angeschaut, ein anderes Stück. Und die haben das wirklich großartig gemacht, aber mit viel Aufwand. Und wenn man jetzt wirklich auf den Fernseher sozusagen umsteigt, dann muss es gut gemacht sein. Es muss eine gute Technik dahinter sein, es muss ein gutes Konzept dahinter sein. 1:1 eine Vorstellung aus zwei Winkeln zu filmen, finde ich persönlich, hat nichts mit Theater zu tun. Das stimmt, ja. Aber wie sind so die Theaterbesuche oder die Eintritte? Nimmt das ab wie das Kino langfristig oder ist das stabil? Gibt es einen harten Kern, die da regelmäßig hingehen? Es gibt grundsätzlich einen harten Kern, aber jetzt gerade in der Corona-Krise ist es tatsächlich so, dass alle Theater, ganz egal, ob das die großen Staatstheater sind oder wir Kleine in der freien Szene oder auch Kabarettkünstler, anerkannte, bekannte Kabarettkünstler, die Zahlen haben wirklich ganz, ganz furchtbar abgenommen. Also die Leute trauen sich nicht mehr ins Theater zu gehen, was extrem schade ist, weil jedes Theater ein Präventionskonzept hat, das auch wirkt. Das macht uns alle so wahnsinnig, weil es keine Cluster in Theatern gab.
Aber wie die Zukunft jetzt ist, wenn wir Corona mal ausblenden, ich hoffe, der harte Kern bleibt bestehen, aber natürlich muss Theater mit der Zeit gehen und sich, so wie du das sagst, im Endeffekt auch auf digitale Medien zum Teil zumindest umstellen. Aber es muss einfach gut gemacht sein. Ansonsten ist es platt und für mich kalt. Ich kann mir klassisches Theater nicht anschauen im Fernsehen. Ich glaube, dass Theater weitergeben wird. Zwar sind die regelmäßigen Gänger, die werden immer älter. Man sieht es ja im Abo, ne? Man hat ja manchmal so Abo-Vorstellungen, da denkt man, ups, ne? Die haben es doch gerade ins Theater geschafft. Ich bin böse. Aber es hat es immer gegeben und wird es auch weitergeben. Nicht mehr so sehr viele, aber es wird immer Leute geben, die auf der Bühne stehen und Leute, die das sehen wollen. Also da bin ich mir felsenfest von überzeugt, weil das ein elementares Bedürfnis. Also weil es so echt ist, das kann streamen nicht. Allein der Prozess da, sich Filme auszusuchen, ist ja schon die Hölle. Und da weiß ich, da ist echt und da wird man unterhalten und ist auch nicht zu teuer, finde ich. Ne? Wenn man da 20, 25, 30 Euro bezahlt oder sowas, dann ist es allemal wert. Ne? Und gerade so in der kleinen Bühne, wo man so nah dabei ist, also für mich ist das immer ein richtig schönes Erlebnis und ich freue mich immer, wenn ich da super unterhalten werde oder einfach nachdenklich, wie bei dieser Grünholm-Geschichte, denke ich mal, was ist denn da los? Ich habe am Ende erst gemerkt, um was es so richtig ging. Aber die überrascht werden und ne, dass man auch die sieht, wie die Leute schwitzen und auch mal vielleicht eine Panne haben oder sowas. Ne? Aber das ist einfach so echt, das gibt es im Fernsehen nicht. Also da muss ich ganz klar eine Fahne hochziehen für das Theater. Also schön, dass es Leute wie dich gibt. Dein Wort in der Theaterbesucherohr. Ja, danke. Sehr schön. Gibt es ja noch irgendeine so Traumrolle, so Mutter Beimer in der Lindenstraße oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre... was ich gern mal hätte, das ist sehr kindisch, weil ich bin ein Krimi-Fan. Ich wäre gern einfach Teil einer Krimiserie, egal jetzt ob als Inspektorin oder als Pathologin oder so, ganz egal. Okay. Und ich bin ein Nerd, deswegen wäre ich wahnsinnig gerne in einer Science-Fiction-Serie drinnen. Ich würde wahnsinnig gerne mit einem Raumschiff herumfliegen und fremde Welten erforschen, unbekannte Zivilisationen. Das wäre meins. Schreib Amazon und Netflix an. die brauchen ja immer mehr exklusiven Stoff. Das wäre doch was. Nee, ist ja schön, wenn du da noch so echte, ja, Träume doch noch hast. Ne? Aber so das Solide, das ist halt, ne, was dich dann durchträgt und wo du da drin aufgehst. Ne? Und das finde ich schön, dass es Leute gibt, die sagen, wie du früher gesagt hast, das ist mein Leben und das mache ich jetzt auch. Ne? Und also für mich wäre es nicht. Ich hätte, wie gesagt, ich könnte da keine Texte behalten. Ich wäre da ein guter Statist, ein Stuhl oder was weiß ich. Aber den muss man auch mal solide spielen. Solide, im wahrsten Sinne, ja. Ja, genau. Thomas, hast du noch eine Frage? Nein, ich habe alles gefragt. Sehr interessant. Ja, ich fand's super. Da, wie gesagt, das war schon immer mein Wunsch mal. Ich habe mich noch nie getraut, da in echt da jemand, aber da ich es jetzt so oft schon gesehen habe, dachte ich, habe ich dich angeschrieben und so hast du sofort geantwortet, dass du mal dabei bist. Ja. Es war eine wirkliche Überraschung, bei euch zum Podcast eingeladen worden zu sein. Vielen Dank. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Ja, ich auch jetzt gerade. Oh, ja gut, wir haben das C-Wort nicht gesagt. Alles ist gut. Nee, ich freue mich, wenn du wieder spielen darfst und dann bin ich dann auch mal in der ersten Reihe da mal wieder. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst, Andrea. Und nächstes sehr Mal, gerne. Thomas, du hast ein Thema vorgeschlagen, fand ich auch sehr interessant nächste Woche. Ja, ganz einfach gesagt, was muss man alles wissen heutzutage? Also oder auch nicht mehr wissen. Ne? Oder auch nicht mehr wissen. Muss man alles lesen, was da in der Zeitung steht? Also was muss man wissen? Was muss man aufnehmen? Das ist eigentlich ein Riesenproblem, dass so viel Information verfügbar ist und wir eigentlich gar nicht so viel wissen müssen. Genau. Der Überflugsthema. Man muss ja nur wissen, was im Theater kommt nächstes Wochenende. Im Moment. Und Karten bestellen. Genau. Nee, wunderbar. Dann vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Nächste Woche. Tschüss.